Dies ist ein Podcast des Communicator von Trackzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de. Herzlich willkommen im 10 vorne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. In dieser Folge des Star Trek Interview Podcasts werden wir über Fanfiction sprechen und wie sie geschrieben wird. Als kleine Information noch vorab, das Interview haben wir vor der Premiere von Star Trek Picard aufgenommen. Wenn ihr an einem Interview teilnehmen möchtet, wenn ihr sagt, ich möchte dringend was zu Star Trek erzählen, ich habe eine spannende Geschichte, oder ihr möchtet einfach einen Kommentar loswerden oder habt welche Eindrücke, was wir verbessern können, dann schreibt uns gerne auf communicator.space oder per Twitter, Facebook und Instagram. Jetzt geht's aber erstmal los. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und das ist die Regina. Hallo Regina. Hallo Yannick. Schön, dass es geklappt hat. Erzähl uns doch zu Anfang mal ein bisschen was über dich, woher du kommst, wie alt du bist und was du so in deinem normalen Leben machst, wenn du nicht im Podcast sitzt. Wenn ich nicht im Podcast sitze? Ja, ich sitze eigentlich sonst nie im Podcast, also das ist mein erstes Mal. Gut, ich bin Regina, ich komme aus Hamburg und bin 36 Jahre alt. Ich arbeite als Datenerfasserin, nebenberuflich als Autorin und bin in einem Chat-Rollenspiel aktiv. Das ist so mein Alltag und nebenbei versuche ich, eine nicht ganz so böse Mama zu sein. Das heißt, ein kleines Kind existiert auch noch. Ein 15-Jähriger existiert, deswegen ist das mit der bösen Mama gar nicht so einfach. Das glaube ich. Das ist gerade das schwierige Alter. Erzähl uns doch mal, wie du zu Star Trek rangekommen bist. Was ist dein erster Star Trek-Moment vielleicht gewesen sogar? Also bewusst an die Serien erinnern kann ich mich alles ab Jean-Luc Picard. Ich bin der Meinung, mit meinen Eltern zusammen haben wir auch Captain Kirk schon gesehen. Aber das würde ich nicht beschwören, ob das wirklich so ist. Irgendwann haben wir halt alle zusammen, ja, den Herrn Picard gesehen und seine Abenteuer mitverfolgt und das ging dann immer so weiter. Es hat mir halt gefallen, Spaß gemacht und ja, ich wäre schon ganz gerne das eine oder andere Mal ganz gerne mitgeflogen in irgendwelche Abenteuer. Das heißt, ihr habt gemeinsam als Familie das geschaut? Ja, bei uns gab es früher den Sonntag, wo wir familienmäßig alle möglichen Serien geschaut haben, von Herkules, Xena und was es sonntags so alles gab. Wann war das? Mit welchem Alter hast du dann quasi deinen ersten Kontakt gehabt mit Star Trek? Weißt du das noch? Irgendwann als Teenager. Okay. Also, aber genau sagen weiß ich. Und dann ging das los mit Captain Picard, also mit der nächsten Generation. Ja, also ich behaupte das jetzt einfach mal. Das ist so das, was mir bewusst auffällt. So. Weil von Captain Kirk, da habe ich zwar auch Folgen gesehen, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, da habe ich jetzt jede einzelne Folge gesehen. Ja. Bei Picard habe ich tatsächlich jede Folge gesehen. Und ging das dann, also habt ihr die auf DVD oder dann später gekauft oder nur im Fernsehen geschaut? Nur im Fernsehen. Okay, und ging das dann später weiter, dass du auch nachfolgende Serien geschaut hast? So Deep Space Nine, Voyager und was es alles gibt? Ich habe Voyager geschaut, ich habe mir die Filme angeschaut. Ich habe auch von Deep Space Nine so teilweise geschaut, aber damit bin ich nicht ganz so warm geworden. Dann die Serie mit dem Captain Archer habe ich angefangen, aber ich... Also Enterprise? Ja, ich bin kein großer Fan von dem Hauptdarsteller. Ich mag ihn. Okay. Der hat mir das Ganze ziemlich madig gemacht. Und
die Vorstellung, dass das so viel hightech-technisch aussieht und dann irgendwie aber alles vor den anderen spielt, das passte nicht in mein Gesamtbild und deswegen mochte ich das irgendwie nicht. Okay, also das war nicht dein Favorite, also dir hat es nicht gefallen. Auch später, in den späteren Staffeln oder nur zu Beginn? Ich habe von den späteren Staffeln tatsächlich immer nur Ausschnitte gesehen, aber nie, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte da jetzt großes Interesse gehabt, da mehr zu gucken. Okay, verstehe ich. Also war die Serie für dich relativ früh schon nicht mehr interessant? Ich glaube, ich habe gerade mal 2 Folgen gesehen oder so. Okay, alles klar. Und dann ging das mit Next Generation und hast du dann auch die Originalfilme gesehen mit Captain Kirk? Ich habe von den Filmen habe ich tatsächlich alle gesehen. Okay. Also auch die neuen von J.J. Abrams. Auch die neuen von J.J. Abrams. Ich hatte anfangs, also mit dem ersten Film, auch so meine Probleme. Einfach weil Spock so woanders ist als in dem Film, in der Serie. Spock war einer der Charaktere, den ich Captain Kirk am liebsten mochte. Das war schon etwas irritierend. Damit kam ich anfangs nicht so ganz zurecht. Hab dann irgendwann aber gelernt, dann doch schon ein bisschen zu unterscheiden zwischen dem Spock und dem neuen Spock. Und es ist nicht schlecht. Man darf es halt nur nicht zu sehr miteinander vergleichen. Wie ist das dann gewesen? Du hast Next Generation geschaut und dann lief Voyager im Fernsehen. Das hast du wahrscheinlich auch im Fernsehen dann geschaut, oder? Ja. Okay. Ist das die Serie, die dir auch gefällt? Oder hast du die ganz geschaut? Wie sieht das da? Voyager habe ich auch ganz geschaut und ja, auch Voyager gefällt mir. Wenn allerdings sie trotzdem platztechnisch immer noch hinter Captain Picard hinterherhängt. Also gehe ich davon aus, dass die neue Serie mit Captain Picard auch ganz oben auf deiner Watchlist steht, was du sehen möchtest. Grundsätzlich möchte ich sie definitiv sehen. Ich vermute, ich werde sie mir allerdings erst ansehen, wenn die ganze Staffel da ist, weil ich kein großer Fan von Warten bin. Ich bin sehr ungeduldig, was sowas betrifft. Und wenn ich dann eine ganze Woche oder 2 Wochen warten muss, bis die nächste Folge rauskommt, nein, das ertrage ich nicht. Also warte ich wahrscheinlich, bis ich die ganze Folge, die ganze Staffel irgendwo sehen kann. Wie machst du das mit Discovery? Hast du die neue Discovery-Serie geschaut? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Positives wie Negatives gehört. Und das hat mich bisher immer noch so zurückgehalten, ob ich jetzt schauen wollte oder nicht. Eine Schauspielerin ist bei, die mir eigentlich gefällt. Die und wer ist das? Hohe Serien. Die Michelle Yao, glaube ich, heißt sie. Und die mag ich eigentlich recht gerne. Wenn ich Schauspieler oder so mag, dann ist das eigentlich immer ein Garant dafür, dass ich es mir wenigstens mal angucke. Aber habe ich auch halt so einige negative Kritik gelesen, von wegen, die Klingonen sind ja so ganz anders und dies ist anders und alles ist irgendwie, und das hat mich bisher etwas zurückgehalten. Wir haben 5 Star Trek-Fragen vorbereitet und ich würde dich bitten, relativ kurz darauf zu antworten. Wir können später ausführlich darüber reden. Einfach nur mal, um vielleicht ein kurzes Bild zu bekommen, was dir an Star Trek gefällt und was vielleicht auch nicht. Die erste Frage ist, was ist deine Lieblingsserie? The Next Generation. Was ist dein Lieblingsfilm? Aus Captain Kirk oder? Picard auf Bakku. Ja, der Aufstand. Der Aufstand, genau. Mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, wer ist dein Lieblingschefingenieur? LaForge. Also auch aus Next Generation, ja. Was ist für dich der emotionalste Moment in Star Trek? Der, als Diana Troi erfährt, dass sie eigentlich eine Schwester ist. Welcher Film gefällt dir am wenigsten? Nemesis. Okay. Du hast gerade gesagt, der emotionalste Moment war, als Troi erfährt, dass sie eine Schwester hat. Kannst du uns vielleicht nochmal irgendwie so in die Situation reinführen? Wann ist das passiert, in welcher Umgebung und was ist danach passiert? Ich weiß den Namen der Folge halt leider nicht mehr. Es war relativ spät in der
Serie, wo ihre Mutter halt an Bord kommt und mit den Telepathen versucht zu reden, beziehungsweise ihnen versucht beizubringen, das gesprochene Wort zu benutzen und nicht nur die Telepathie. Loxana Troy meinst du jetzt? Genau. Mhm. Und die dann halt Diana irgendwann mitteilen, dass ihre Mutter einen dunklen Punkt hat, den sie versucht zu verstecken. Und darüber dann halt rauskommt, dass die Mutter dann die ganze Zeit verheimlicht hat, dass sie eigentlich eine Schwester hat, die halt starb, als sie ihr Baby war. Durch einen Unfall. Und wie war die Reaktion von Diana Troy? Sie war erschüttert, sie war traurig. Wollte natürlich ihre Mutter dann helfen, weil die sich total in dieser Szene verfangen hat, in ihrer Traurigkeit und nicht zulassen wollte, die Erinnerungen. Und in dem Moment war sie tatsächlich mal ein relativ starker Charakter, der mir nicht so auf die Nerven gegangen ist wie sonst. Okay, warum ist sie dir sonst auf die Nerven gegangen? Weil sie ständig einen schlauen Spruch auf den Lippen hatte und irgendwie manchmal hilfloser wirkte, als sie hätte sein müssen. Und immer dieses, oh, ich bin hilflos, ich brauche Hilfe. Du meinst Diana Troy, ja? Ja, genau. Und ich fand, sie hätte von Anfang an stärker, tougher sein. Also ein stärkerer Charakter. Ja. Die Folge hieß übrigens Ort der Finsternis. War in der 7. Staffel, die 7. Episode. Genau, und da wird bekannt, dass Kestra heißt sie, glaube ich, die erste Tochter war. Genau. Genau, ja. Okay, also das war so der emotionalste Moment für dich, obwohl du den Charakter eigentlich nicht so mochtest. Ich mochte den Charakter Jenna Treu an sich nicht. Mhm. Allerdings mochte ich den Charakter Loxana Treu immer recht gerne, weil sie halt so ein komplettes Gegenbild zu allem war, was man in dieser Serie bisher gesehen hatte oder in allen Serien. Dieses total flippige, ich mach, was ich will, ich zeig alle meine Emotionen, ich stehe dazu, ich bin ein totaler Freigeist und ich habe diese Frau irgendwie immer ein bisschen darum beneidet und bewundert. Das gefiel mir. War das so in gewisser Weise auch irgendwie so ein Vorbild für dich? Oder würdest du sagen, das geht schon zu weit? Oder würdest du es geht etwas zu weit zu sagen, es wäre ein Vorbild. Es war aber durchaus eine Inspiration, allerdings eine, die ich nie erreicht habe. Was bedeutet das? Gäbe es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich auch gerne noch erreicht? Oder da wäre ich gerne mehr wie sie, wie Loxana, Troy? Naja, freier, indem man einfach nur sich Dinge auch wirklich traut. Man überlegt sich etwas und sagt, ja, das wäre ja eigentlich schön oder das würde ich gerne machen, aber irgendwas hält einen immer zurück. Und dann einfach tatsächlich zu sagen, okay, ich mache es jetzt, nicht lange überlegen, sondern machen. Mhm. Also einfach das Leben wirklich machen ohne oder das Leben leben, ohne auf gesellschaftliche Konventionen zu achten. Zum Beispiel. Ja, trotzdem aber mit Werten gehe ich mal von aus. Ja. Das hat sie ja auch tatsächlich. Du hast gesagt, der Auftritt ist dein Lieblingsfilm. Habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so oft gehört, dass der ist irgendwie, schwebt immer im Raum der Film, aber wird oft gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen, glaube ich. Warum gefällt dir der Film so besonders gut? Es ist ein Film für mich, wo halt man sieht hier ganz stark diesen Kampf, der Starke verteidigt den Schwachen. Und man sieht aber halt auch, dass der Schwache manchmal gar nicht so schwach ist, wie es aussieht. Und dass man sich vom äußeren Schein nun mal halt nicht trügen lassen soll. Nur weil ein Volk aussieht, als wenn es primitiv ist und nichts kann, heißt es nicht, dass es wirklich primitiv ist und nichts kann. Und hier wird einfach gezeigt, dass es mehr als einen Weg gibt und dass es mehr als eine Option gibt, wie man mit Situationen umgehen kann und wie man zeigt,
was Mitgefühl ist. Und das kam in anderen Filmen, fand ich, nicht ganz so rüber. Und gerade dieses, da sind die Schwachen und sind sie die Schwachen? Und dann auch die Wiedervereinigung zweier Völker, die sich irgendwie entfremdet haben, aber eigentlich ja ein Volk sind. Meinst du, es die Fatu und die Sona? Genau, eigentlich sind sie ja ein Volk. Und am Ende geht dann halt die Wunden zu heilen. Und im Grunde, finde ich, spiegelt das halt auch so ein bisschen die Gesellschaft wieder, weil im Grunde sind wir auch alle ein Volk, die irgendwie auf anderen Kontinenten leben, andere Regeln haben, gesellschaftliche Konventionen, die etwas anders sind. Aber im Grunde sind wir alle Menschen. Das ist alles dasselbe. Also, was dir besonders gut gefällt, ist also quasi die Werte und die Art, wie quasi, wie soll man das ausdrücken, aber die Menschlichkeit vielleicht sogar dahinter, dass man sich auf das Einfachste eigentlich, den einfachsten Nenner oder den kleinsten Nenner hat, dass man einfach eigentlich ein Volk ist und sich trotzdem verfeindet auf irgendeine Art und Weise. Ja, und dass die halt im Grunde die Star Trek-Leute auch mal auf andere treffen, die im Grunde einen Weg gewählt haben, der denen ähnlich ist von der Starfleet, aber irgendwie halt auch komplett gegensätzlich. Weil sie haben die gleichen Optionen und haben sich trotzdem aber entschieden, sie gehen nicht ins Weltall, reisen nicht alle, versuchen nicht alles zu erforschen, sondern erforschen sich, erforschen ihr eigenes Leben, ihre eigenen Grenzen, die Grenzen, die sie zu Hause haben, wo es ja auch noch 3000 gefühlte Grenzen gibt, die man erkunden kann und damit halt auch emotional noch viel reifer werden als ja, die Leute auf der Starfleet, weil die halt nur nach dem Äußeren gehen. Sind die von der Sternenflotte, jetzt mal abgesehen von der Crew der Enterprise, oder vielleicht sogar auch der Admiral, der da ist und ja sich mit den Sona zusammentut. Das ist ja ein großer Konflikt gewesen in dem Film, wenn du dich erinnerst. Wie schätzt du das ein? Auch die Standfestigkeit von Captain Picard, der auch ja auch eine sehr flammende Rede hält. Ja, das ist halt einer der Punkte, diese Standfestigkeit von Captain Picard, die ich halt auch so sehr an diesem Mann mag, weil er halt nicht einknickt, nur weil da ein Vorgesetzter kommt und sagt, hallo, aber wir haben unseren Plan. Und er halt einfach aber mal sagt, okay Leute, euer Plan ist, gelinde gesagt, bescheiden. Und diesem Plan kann ich nicht zustimmen, weil er gegen alles steht, wofür wir eigentlich stehen sollten. Also durchkreuze ich euren Plan, weil ich der Meinung bin, ich weiß es besser, beziehungsweise ich den Richtlinien folge, denen wir eigentlich folgen sollten. Also im Endeffekt der, wie würdest du Picard in dem Moment einstufen, beschreiben? Picard ist in diesem Moment eigentlich der richtige Weg. Der Admiral ist der optionale, den man gehen könnte, der allerdings total von Eigennutz geprägt ist, der sagt, ich will das, was die Sona wollen, und die Sona wollen halt sich nicht mit den anderen vertragen. Das ist wie so ein Kindergarten, wo der Erzieher dann aber sagt, ich stelle mich auf das beliebte Kind ein, das halt sagt, ich will aber. Und Picard dann halt aber sagt, warte mal, du kannst einem anderen Kind nicht das Spielzeug wegnehmen, nur weil das andere Kind das jetzt haben will. Das geht nicht. Da müssen sie sich drauf einigen. Und man muss dann eine Verbindung finden. Mhm. Picard halt einfach der logischere ist und halt aber auch der ist, der sich halt wirklich für das, was richtig ist, einsetzt. In dem Film, hast du eben gesagt, LaForge ist dein Favorit, sieht es der Chefingenieur, so nenne ich das mal. In dem Film ist ja auch was mit LaForge passiert, und zwar hatte er, wenn ich mich richtig erinnere, seinen ersten richtigen Sonnenaufgang gesehen. Also nicht auf dem Holodeck, sondern halt auf diesem idyllischen Planeten. Was macht
LaForge für dich zum favorisiertesten Chefingenieur? Warum gerade er? Warum nicht Scotty zum Beispiel? Ja, okay, man muss dazu sagen, mit Scotty habe ich nie viel zu tun gehabt, da ich die Serie nicht so groß gesehen habe. Ich habe geschwankt, ja, weil ich halt für mich nur zwei Ingenieure groß kenne. Das ist einmal LaForge und das ist einmal die Klingonen aus Voyager. Mhm. Die Tatsache, dass mir ihr Name jetzt gerade schon mal nicht einfällt, das sagt, glaube ich, schon mal viel aus. Ich habe LaForge einfach, er zeigt einfach dieses, ich sehe eine Grenze, die technisch möglich ist, und guck mal, ob ich sie ausreizen kann. Ich sehe etwas, was ich gerne lernen möchte, und ich lerne es. Ich gebe mir Mühe. Ich habe meine Grenzen und versuche sie zu erweitern. Zeitgleich versucht er ein relativ guter Lehrer für Data zu sein. Mhm. Gerade die Verbindung der beiden finde ich sehr schön. Der eine versucht dem anderen etwas beizubringen und im Grunde lernen sie beide voneinander. Genau, ja. Aber er ist halt auch eine Art Lehrer zwischendurch für den Wesley. Auch ein relativ nerviger Charakter, muss ich sagen. Das hängt die bis heute nach, also dem Schauspieler, glaube ich. Ich fürchte auch. Also ich weiß nicht, ob du Bang Theory geschaut hast. Da ist er ja auch, kommt er auch oft davor und wird immer wichtiger in späteren Staffeln und er wird immer mit Wesley Crusher verbunden. Also ich glaube, das hängt ihm immer nach. Ich habe die Serie tatsächlich immer mal phasenweise gesehen, aber nie so, dass ich jetzt sagen könnte, das ist der genaue Storyverlauf. Es waren immer so einzelne Folgen, aber nie komplette Staffeln. Also die Chefingenieurin aus Voyager heißt Belana Taus. Genau. Und was ich spannend finde, ist tatsächlich auch die Verbindung zwischen Data und LaForge. Das ist ja in gewissermaßen eine Freundschaft, die aber auf der einen Seite wahrscheinlich, also auf jeden Fall deutlich emotionaler ist als von der anderen Seite, weil Data ja keine Emotionen verspüren kann. LaForge natürlich schon. Ist das vielleicht auch so der Punkt, der die ganze Beziehung spannend macht am Ende des Tages? Es macht es spannend, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Data da gar keine Emotion reinsteckt, weil es sind sein Versuch, da Emotionen reinzustecken, sind für mich die Emotionen. Weil er ja immer wieder versucht zu lernen, was das eigentlich sind, diese Emotionen. Und Geordi zeigt ihm, was das eigentlich heißt und erklärt es ihm. Und der Art denke ich schon, dass beide da irgendwas reinstecken und auch Emotionen. Gerade in den letzten Staffeln hat ja Data dann irgendwann diesen Emotionschip und dann hat er ja auch mehr richtige Emotionen. Wie war das für dich, als Data gestorben ist im Film? Ja, aber Data ist ja nie richtig gestorben. Er ist ja irgendwie immer wieder gekommen. Wo ist er wiedergekommen? Achso, nee, das war eine Folge. Das war. Es gab ja diese eine Folge, wo mit dem 19. Jahrhundert, da ist er ja wiedergekommen. Mhm, genau. Nee, ich meinte im Nemesis, wo er tatsächlich dann für den Zuschauer zumindest gestorben ist. Ja. Für mich ist Data halt nie gestorben. Aufgrund der Tatsache, dass Data irgendwie immer wieder kommen konnte. Egal welche Situation. Deswegen, solange ich nicht jetzt endgültig höre, Data ist für immer und ewig weg, ist er irgendwie immer noch da. Und alles andere blende ich einfach aus. Ja, ich glaube auch tatsächlich, das wird sich fügen, denn in der Serie Picard, die ja weiter dann in der Zukunft spielt, haben wir ihn ja schon im Trailer gesehen. Also er wird irgendwie wiederkommen. Data, ein, wobei man dazu sagen muss, Picard ohne Data ist, ja, wobei Picard ohne Nummer 1 ist auch irgendwie so eine Sache, also. Ja, das kann nicht funktionieren, also wäre jetzt mein erster Eindruck. Es ist,
die Punkte um Picard waren immer dieselben. Und es war wichtig, dass diese Leute da waren. Jetzt ist die Frage, wie es ohne diese Leute sind. Warum ist es wichtig, dass die Leute da sind? Weil sie sein moralischer Kompass waren. Okay, ja. So sehr ich Diana Troi auch nervig fand, sie war halt irgendwie trotzdem immer eine wichtige Stütze darum, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch mal emotionale Entscheidungen zu treffen, weil Picard ja eigentlich eine relativ logische Persönlichkeit ist. Ja, der ist absolut rational. Ja. Genau, aber hin und wieder hat er sich dann doch auf seine Emotionen verlassen. Und dass er das getan hat, das hat er dann halt auch ganz oft Diana zu verdanken, die ihn ermutigt hat, diesen Entscheidungen zu folgen. Ja. Oder Will, der ihm gesagt hat, das ist in Ordnung, jetzt mal die logische, rationale Seite mal kurz zur Seite zu lassen. Oder halt, wen ich halt auch sehr gerne mag, die Beverly Crusher, die halt dann auch wieder gesagt hat, ist okay, du komm, ne, das hier ist dein Weg, den willst du gehen, dann geh ihn auch. Nimm mal die ein, zwei Regeln, die du dabei brichst, außen vor, sondern geh diesen Weg. Du willst ihn gehen, du weißt, was die Konsequenzen sind, du hast die abgeschätzt, dann geh ihn. Also ihn quasi bestärkt in seinem Denken und Handeln. Genau. Ja. Spannend. Wirklich eine spannende Einschätzung. Und du hast ja dann hauptsächlich Next Generation geschaut und auch Voyager. Was sind für dich die größten Unterschiede oder wo du sagst einfach, du hast ja eben gesagt, das nächste Jahrhundert mit Captain Picard, das ist doch deine Lieblingsserie eigentlich schon. Wieso nicht Voyager? Wieso hat das Voyager nicht geschafft bei dir? Voyager hatte für mich zu viele Auf und Abs. Teilweise waren es mir dann doch ein paar Logiklücken oder zu vieles. Wir setzen das jetzt zurück, weil war dann doch nur eine Zeitlinie, andere Zeitlinie oder auf eine Art fand ich das mit dem Zeitschiff Relativity zwar interessant, aber irgendwie auch einfach nur nervig, dass sie da durch die ganze Zeit hin und her springen und es fehlte irgendwas immer. Auf eine Art ist es zwar eine nette Familie gewesen, die man da gesehen hat, aber irgendwas fehlte immer. Vielleicht einfach der moralische Kompass, den diese Serie, der es halt bei Picard gab, der immer mehr seinen Überzeugungen gefolgt ist, wobei man bei Captain Janeway manchmal das Gefühl hatte, ihr fehlt dieser moralische Kompass. Zwar hat ihr 1O dann ja irgendwann auch diese Rolle zwar ganz gut ausgeführt, aber es war nicht dasselbe. Du meinst jetzt Commander Chakotay? Ja, genau. Commander Chakotay hat zwar immer mal wieder gesagt, so guck mal, das ist hier vielleicht nicht der richtige Weg, aber es war nicht ganz so die Dynamik wie bei Picard, der sein 1O einfach, also Riker einfach ganz anders wahrgenommen hat als Janeway den Chakotay. Vielleicht, weil der Chakotay aber ein Verräter war und damit irgendwie nicht ganz so in ihrem Stellenwert. Es war später sehr stark gewachsen, aber er hatte irgendwie, fand ich, nie diesen Erfolg wie Riker. Also vielleicht ist dann auch irgendwo dein Schluss aus dem, was du gerade gesagt hast, ist Janeway vielleicht ein bisschen beratungsresistenter als Picard? Regiert sich zu stark durch? Quasi. Sie folgt ihren Weg. Und zwischendurch halt auch sehr stark zum Bedauern der Crew. Fängt ja schon eigentlich damit an, dass sie diesen Fürsorger da zerstört. Die Basis dann zerstört, ohne dann vielleicht noch mal vorher Erkundigungen einzuziehen, was es denn für Optionen gibt. Auf eine Art ist es durchaus vielleicht der richtige Weg gewesen und andererseits wäre die Serie ja sonst auch ziemlich schnell wahrscheinlich wieder vorbei gewesen, weil das ja nun mal der Plan gewesen war. Aber es wirkte dennoch in vielen Situationen, als sie hat die Entscheidungen getroffen. Und bei Picard
sieht man zwar, er trifft die Entscheidungen, aber der Rat, den seine Offiziere ihm geben, der wirkt mehr, als wenn er ihn mehr beeinflusst hat, wie bei Janeway. Ja. Du hast eben nicht gesagt Erster Offizier oder Nummer 1, sondern 1O. Wo kommt das her, dieser Slang, sag ich mal? Den habe ich von meinem Rollenspiel, muss ich sagen. Also du spielst Star Trek Rollenspiele? Star Trek, Star Wars und eine ganze Weile habe ich auch, Stargate, alles Mögliche. Und da nennt man den ersten Offizier 1O? Das ist die Abkürzung für den ersten Offizier, ja. Was genau spielst du für Star Trek Rollenspiele? Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Bist du dann ein Charakter oder wie ist das am Ende? Man denkt sich einen Charakter aus. Man erfüllt eine gewisse Rolle. Zum Beispiel? Ich habe in mehreren Rollenspielen dann entweder den medizinischen Offizier gespielt oder den Counselor. Mhm. Weil das einfach so Posten sind, die mir eher liegen. Also das heißt, man füllt eine richtige Position aus, wie wir sie aus Serien und Filmen kennen. Ja, genau. Es gibt einen Kommandanten, der die Mission leitet. Dann läuft das Ganze im Grunde wie ein Buch ab, wo jeder halt aber einfach seinen Teil reinschreibt. Es gibt eine gewisse Vorgabe. Wir fliegen von A nach B und haben Mission Y, müssen das und das erledigen. Und jeder auf dem Schiff hat dann seine Aufgabe, muss gucken, was er macht, warum er es macht. Und das wird dann halt ausgeführt. Das ist, stellt man sich das jetzt vor, was ist die Plattform? Ist das eine Facebook oder ist das ein Chat oder wie läuft das? Das, was ich gemacht habe, das ist der IRC. Das ist ein Chatprogramm. Also ein Chatprogramm, wo man dann halt seine Texte reinschreibt, von wegen, ja, ich betrete Raum A, gehe dahin, behandle Patient Y oder. Das heißt, du interagierst dann mit anderen Charakteren, die auch gespielt werden von anderen, ich sag mal jetzt einfach salopp, Menschen oder Mitspielern. Genau. Mitspielern. Okay. Genau. Und mit denen interagierst du dann und dann wird langsam so eine Geschichte draus, die wir auch aus dem Fernsehen kennen? Genau. Und wer denkt sich das aus? Oder ist es einfach freies Zusammenkommen? Ganz oft die Rollenspielleitung gibt sozusagen den groben Fahrplan für das Universum vor. Der Kommandant gibt den Fahrplan für das Schiff vor. Also der Captain. Ja, dann oder? Der Captain, der sagt, so, wir wollen jetzt von A nach B fliegen und müssen unterwegs Fracht aufladen oder wir haben da eine Patrouille zu absolvieren, wir müssen irgendwas machen. Wie muss man sich, also was sind da für Geschichten, die dann passieren? Sind die alle mal auch irgendwie in der Serie passiert oder ist es auch frei ausgedacht? Keine Ahnung, kannst du das sowas erzählen? Es sind sowohl frei erfundene Geschichten als auch von der Serie durchaus mal inspiriert. Wir haben das bei dem einen Rollenspiel gehabt, da sind wir in der Zukunft gelandet, die ziemlich, ziemlich böse aussah. Mhm. Und unsere Charaktere dann versuchen mussten, erstens wieder zurück in ihre Zeit zu kommen, zweitens die Phase, in der sie in der Zukunft sind, halt auch irgendwie zu überleben. Dann mein Charakter ist damals von einem Virus infiziert worden, der sie stückchenweise immer weiter ausgehöhlt hat, ihre Vitalzeichen und so immer schlechter werden ließ und sie aber halt kein Gegenmittel dafür hatte und nichts Bekanntes irgendwie geholfen hat und es ihr dann halt von Phase zu Phase immer schlechter ging. Und man dann natürlich auch als Crew dann irgendwie Gegenmittel suchen muss.
Das heißt, man kann die Zeit vielleicht dann noch nicht ganz komplett verlassen, weil das Schiff nicht so richtig heil ist oder man dann in einer Sequenz gefangen wird von den Gegnern, wo es dann um Aufgaben geht. So eine Art Holodeck hatten wir, wo wir dann uns den Ängsten stellen mussten. Und erst wenn sich einer der Charaktere den Ängsten gestellt hat, dann ging es weiter. Was natürlich auch nicht unbedingt einfach ist, sich den tiefsten, innersten Ängsten zu stellen. Und das ist alles ausgedacht von euch Spielern dann, oder? Ich meine, der Charakter wird erschaffen für dieses Spiel. Der Charakter wird erschaffen für dieses Spiel. Manche machen da, nehmen sich da mehr Zeit, dann halt auch einen richtigen Charakter zu auszudenken. Andere haben immer nur so Stichpunkte. Wie viele Leute spielen da mit? In den Star Trek Rollenspielen waren das immer so um die 10 Leute. Mhm. Bei Star Wars sind wir bis zu 14, 15 Leute. Bei Sonderrollenspielen in beiden waren es dann auch gerne mal 30 Leute. Okay. Wird es dann nicht irgendwann unübersichtlich? Ich meine, bei so vielen Leuten, die irgendwas schreiben, wir kennen das alle aus einer WhatsApp-Gruppe, da wird es schon irgendwie bei 10 Leuten unübersichtlich, wenn ihr dann zu 30 da seid. Ja, da muss man dann tatsächlich halt gucken, dass man sich dann eher auf gewisse Bereiche, da kriegt man definitiv nicht mehr alles mit. Man muss dann halt gucken, wer macht was und wer ist eigentlich gerade für mich relevant. Weil du musst ja eigentlich interagieren, ja, mit den anderen. Ja, man muss ja aber nicht mit allen 30 interagieren. Okay. Mhm. Man kann ja, man ist ja jetzt auf einem Schiff. Und die Leute, die im Maschinenraum laufen, müssen nicht unbedingt wissen, was die auf der Brücke gerade veranstalten. Es sei denn, die Leute mit kommunizieren über einen Funk miteinander. Ansonsten ist es egal. Da macht die Brückencrew das. Man sollte halt nur, und das ist die Aufgabe des Kommandanten, dann halt darauf achten, dass die einen nicht gerade davon schreiben, dass sie gerade unter heftigem Beschuss sind, während die anderen dann da schreiben. Wir machen gerade locker Party oder sowas. Ja, ja, klar. Aber ansonsten gibt es halt bestimmte Bereiche und dann spielt man hauptsächlich mit denen. Auf der Krankenstation hat man dann gerade zum Beispiel im Gefecht, dass es dann entweder Notrufe reinkommen, wo man denn jetzt hin muss. Dann wird man natürlich die Krankenstation irgendwie verlassen und muss sich dann halt in die Situation zu den anderen einfügen. Oder aber man kriegt die ganzen Patienten dann auf die Krankenstation, dass man dann sagt so, okay, da ist dein Biobett, da packe ich dich jetzt drauf und da wirst du jetzt behandelt. Also alles ziemlich wuselig am Ende dann. Es kann ziemlich wuselig werden, kommt immer so ein bisschen auf die Crews drauf an. Wie oft trifft man sich dann, um das zu machen? Also online offensichtlich? Die Star Trek-Rollenspiele, die ich bisher gehabt habe, sind eigentlich alle so wöchentlich. Meistens, also ich hatte meistens die Termine entweder sonntags und einmal donnerstags, wo es dann halt jeden Sonntag um 20 Uhr losging. Wie ist das dann, wenn man sich quasi jede Woche Sonntag dafür wirklich frei nehmen muss am Ende, weil, oder frei halten muss? Hat ja sonntags meistens keine Arbeit, aber vielleicht irgendwas anderes. Ist es dann nicht irgendwo auch eine kleine Belastung, würde ich jetzt mal sagen? Nee, also eine Belastung ist es nicht. Irgendwann hat man dann schon mal Phasen, wo man sagt so, na, jetzt habe ich aber eigentlich keine Lust. Weil es ist halt ein Hobby. Ja. Man hat in jedem Hobby mal Phasen, wo man sagt so, okay. Muss jetzt nicht sein. Jetzt habe ich gerade keinen Bock. Dann kann man sich halt auch einfach mal zum Kommandanten hingehen und sagen, okay, du, ich bin heute auch mal nicht dabei. Wobei man es natürlich am besten nicht zu spontan macht, weil der Kommandant sich natürlich auch schon seine Pläne und Gedanken macht. Oder wenn man krank ist und einfach nicht spielen kann, dann meldet man sich halt einfach mal ab. So, du hast jetzt gesagt, du hättest gespielt, also hast du momentan keine Star Trek-Rollenspiele mehr, in denen du aktiv bist, ja? Genau. Warum? Das letzte Spiel, wo ich rausgegangen bin, das war ein Forenrollenspiel, weil ich da einfach die Zeit nicht zu hatte. Okay, also Forenrollenspiel ist nur was anderes als Chatrollenspiel. Ja, bei Forenrollenspiel, da
kommt jeder online, wann er kann und postet. Da hatten die jetzt allerdings die Regel, dass du spätestens alle 3 Tage posten musst. Okay. Und da ich zwischendurch halt auch andere Projekte habe, unter anderem halt auch an einem Buch schreibe, und dann irgendwann ist da ja noch sowas wie der Alltag, Realität, Haushalt, Arbeit, mein Kind, das will alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden und dann habe ich das nicht mehr so geschafft. Und dann war mir dieses, du musst alle 3 Tage schreiben, dann irgendwann zu viel und dann habe ich gesagt, nee, auf du musst, reagiere ich ein bisschen zu empfindlich, das macht dann keinen Spaß mehr. Und ich liefere ungerne schlechte Texte ab. Da ist mein eigener innerer Schweinehund, der sagt, nee, sowas kannst du nicht schreiben. Also ist nur damit du was geschrieben hast. Ist das im Endeffekt daran gescheitert bei dir, dass es halt nicht mehr wirklich Spaß gemacht hat, sondern eher so zur Verpflichtung wurde durch das, du musst jetzt schreiben? Genau. Mhm. Bei einem anderen Rollenspiel bin ich raus, weil es da mit der Rollenspielleitung leichte Probleme gab. Und bei meinem Lieblings-, also bei dem Play Star Trek, da bin ich eigentlich raus, weil es zeitlich dann irgendwie halt auch nicht mehr ganz so passte. Und ich habe da immer noch so meine Kontakte hin und es macht eigentlich auch Spaß, immer noch mit den Leuten zu schreiben, aber jetzt so aktiv geworden bin ich dann halt Du hast doch gerade gesagt, Lieblingsrollenspiel. Wenn jetzt vielleicht jemand zuhört und sagt, hey, ich würde auch gerne eigentlich mal sowas ausprobieren. Was kannst du da empfehlen als Rollenspiel? Also Namen vom Rollenspiel meine ich jetzt. Also wenn man Star Trek Fan ist, würde ich ganz klar sagen, Leute, geht zu Play Star Trek. Es ist trek-rs.de, ja? Genau. Da hatte ich bisher so meinen größten Da passt einfach alles oder wie sieht das aus? Also die Leute, die da sind, das Format oder was macht das besonders spaßig? Die Leute, die da sind. Also da hatte ich halt die meisten Leute, mit denen ich richtig gut zurechtkam. Gute Freunde, die ich gefunden habe im Laufe der Zeit. Zu denen ich halt jetzt auch immer noch Kontakte habe. Mhm. Irgendwie sind die Leute halt teilweise in beiden Rollenspielen, die ich bin, also einmal das Star Trek, einmal das Star Wars, die überschneidet sich so ein bisschen, da sind einige in beiden. Play Star Trek in der Tat, ganz kurz noch, auch eingewendet von mir, ist in dem Punkt sehr spannend, denn es gibt ein Hörspiel, was sie produziert haben. Mittlerweile, soweit ich weiß, auch schon 2 Episoden. Also da kann man als Fan tatsächlich wirklich seine ganze Kreativität rauslassen, sag ich mal. Ja. Das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool. Du hast eben gesagt, du bist Autorin. Was schreibst du? Fantasy. Okay. Beziehungsweise also Fantasy und Sci-Fi. Also ich habe aktuell ein Buch am Laufen, das hoffentlich Mitte nächsten Jahres dann endgültig fertig wird. Ja. Das ist rein Fantasy. Und eins, das in der Schublade liegt, weil das einfach von der Masse doch etwas zu gigantisch geworden ist, von den ganzen Charakteren, die mitspielen und so. Und für mein Debüt da vielleicht etwas zu viel war. Mhm. Das ist eher Sci-Fi und das basiert auf einem Charakter, den ich mal für ein Star Trek-Rollenspiel erfunden habe. Für Play Star Trek oder ein anderes Rollenspiel? Ja, genau. Ja. Und das ist quasi dann irgendwann, wenn du dein erstes Buch fertig hast, schon dein Ziel, das zweite in die Richtung Star Trek-Geschichte oder diesen Charakter zumindest zu verfassen, zu veröffentlichen? Es wird nicht um diesen Charakter direkt gehen, sondern um die Vorgeschichte, weil man muss dazu sagen, ich übertreibe es ganz gerne mal bei meinen Charakteren. Ich habe einen Charakter erfunden, der irgendwie einen Stammbaum hat, der bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Und in welchem Jahr lebt der Charakter? 2374. Also über 600 Jahre. Ohren. Ja, genau. Ah ja, das wird ein dickes Buch. Wie gesagt, das wird halt um einen Charakter aus ihrer Vorgeschichte gehen. Mhm. Inwieweit sie selber mal in einem der vielen Bücher vorkommt, weiß ich nicht. Geplant sind von den groben Zügen
aktuell 12 Bücher. Aha. 12 mit Bücher? Ja, von Fantasy über Sci-Fi. Also. Ach, okay. Und die möchtest du dann mit einem Verlag zusammen rausbringen oder wie sieht das aus? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich dann entscheiden. Also soweit bist du noch gar nicht da. Das ist quasi noch in der Anfangsphase. Das ist noch in der Anfangsphase. Es hängt ja halt auch davon ab, ob ich denn überhaupt einen Verlag finde. Ja. Weil das ist halt nicht ganz so einfach, tatsächlich einen Verlag zu finden, der dann auch sagt so, okay, ja, hallo, wir veröffentlichen dich. Mhm. Wenn ich aber keinen Verlag finde, wird es vielleicht einfach auch auf Self-Publishing rauslaufen. Bedeutet es E-Book oder wie ist das? Nein, es gibt eine ganze Menge Optionen, wie man selber die Bücher rausbringen kann. Okay. Book on Demand. Bei Amazon gibt es da die Option sowohl als E-Book als halt auch als Taschenbuch kann man das rausbringen. Tolino hat da Optionen, wie man das machen kann. Okay. Ich habe da über eine Schreibschule ein bisschen was gelernt. Mhm. Also das ist so dein etwas tiefergehendes Hobby, sage ich mal, was du irgendwie mehr oder weniger wahrscheinlich auch alleine machst, weil ein Buch schreiben, das macht man ja wahrscheinlich mit seiner Kreativität in Zweisamkeit, oder? Zum großen Teil schreibe ich natürlich alleine. Ich habe aber zahlreiche Facebook-Gruppen, wo ich mittlerweile gelernt habe, so ein paar Details gelernt habe. Es gibt die Schreibschule mit der Jurenka Jürg, mit der ich, wo ich immer wieder Fragen stelle, Hilfe mir hole. Aha. Die gerade jetzt im Oktober, Ende Oktober an der Online-Autorenmesse gemacht hat, wo man ganz, ganz viel lernen konnte und Interviews von berühmten Autoren teilweise auch miterleben konnte. Und da lernt man halt dann doch ein bisschen was vom Handwerk, was man vielleicht so nicht mitbekommt, wenn man einfach sich zu Hause hinsetzt und sagt, ach, ich schreibe mal ein bisschen los, weil das ist ja schon ein bisschen mehr. Ja. Es gibt da ja ein paar Regeln, die schon zu beachten sind. Und zum Beispiel, hast du so ein Beispiel dafür? Die größte Regel, show, don't tell. Meint? Zeige nicht, also du musst den Leser dazu bringen, dass er die Situation versteht, mitfühlt, ohne dass du sagst, was dein Charakter fühlt. Okay, also durch Beschreibungen. Genau. Mhm. Du musst nicht sagen, er geht ängstlich durch eine Gasse, sondern du musst beschreiben, okay, wie geht er durch die Gasse, was fühlt er, wenn er durch diese Gasse geht, warum. So, dass ich mich quasi als Leser direkt reinversetzen kann in die Situation, das nachempfinden kann. Genau, dass man weiß, er fühlt, man sieht, das ist eine Situation, da würde ich wahrscheinlich auch Angst haben. Also gehe ich davon aus, er hat Angst, ohne dass das Wort Angst aber drin steht. Weil wenn man da nur, sonst fühlt sich der Leser ganz oft bevormundet, wenn man sagt so, oh, der hat jetzt so Angst. Dann hat er halt Angst. Verstehe ich. Gibt es irgendwas in Star Trek, um wieder zurück auf Star Trek zu kommen, was dich geprägt hat? Vielleicht auch fürs Bücherschreiben oder für auch Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast? Dass man manchmal einfach tun muss. Gerade Picard hat ja regelmäßig sich dann halt einfach seinen Weg dann irgendwie auch mal freigekämpft. Auch die Janeway hat ja in einem, ich glaube in der ersten Staffel hatte sie da irgendwie so ein Zitat von wegen, manchmal muss man sich den Weg einfach freiboxen. Aha. Einfach, dass man mutig durch die Gegend durch die Welt geht, mit offenen Augen versucht, seine Ziele zu erreichen, ohne dabei aber halt anderen groß zu schaden. Man sich irgendwie schon noch darauf konzentriert, ein guter Mensch zu sein. Kein schlechter. Also auf einer Wertebasis handelt im Endeffekt. Ja, aber jeder hat halt auch seine eigenen Werte und würde mich mittlerweile sogar fast als leichte Pazifistin bezeichnen, aufgrund der Tatsache. Wie drückt sich das aus? Ich bin absolut gegen Gewalt. Mhm. Jeglicher Form.
finde halt, Gewalt sollte immer die allerletzte Lösung sein. Auch wenn viele, viele Leute das halt anders sehen. Deswegen, es hat ganz oft halt auch in diesen Serien gezeigt, dass man es immer eine Alternative gibt. Nicht immer ist es die beste und manchmal hilft es halt einfach nicht, nur was zu sagen, sondern man muss halt handeln und ja, vielleicht auch mal dem anderen eins auf die Nase geben. Mhm. Aber es sollte immer die letzte Option sein. Weil da halt immer irgendjemand kommen könnte, der einfach stärker ist und einen einfach zermatschen könnte. Hat sich das irgendwie praktisch gezeigt bei dir? Hast du irgendwie ein Beispiel dazu? Ich habe eine ganze Weile im Einzelhandel gearbeitet und da halt auch immer versucht, freundlich und freundlich durch die Gegend zu gehen. Aha. Den Leuten respektvoll entgegenzutreten. Als Sanitäterin habe ich halt auch früher versucht, ja, mit allen irgendwie respektvoll umzugehen. Zu zeigen, so Leute, ich respektiere euch. Ist das als Sanitäterin, erfährt man da manchmal, also das liest man ja ab und zu mal, erfährt man dann manchmal auch, dass Leute sich einfach wirklich dir in den Weg stellen? Als Sanitäter erfährt man leider mehr, als es eigentlich Not tut. Ja, es stellen einen sich Leute in den Weg. Es gibt Leute, da fragt man sich einfach nur, hallo, hast du den Jungen gerade sonst wo gelassen? Das kann doch eigentlich nicht dein Ernst sein, was du hier gerade tust. Schlägereien, wo man sich fragt, muss das jetzt gerade sein? Mhm. Alkoholexzesse, wo man sich fragt, du hast doch bestimmt irgendwann gemerkt, deine Grenze ist erreicht, warum hast du sie nicht respektiert? Leute, die sich gegenseitig einfach kaputt und fertig machen. Ja. Oder einfach ihr Hirn abschalten und der Meinung sind, es ist schon in Ordnung. Es macht ja ein bisschen Spaß, also darf ich es machen. Spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Gibt es am Ende des Gesprächs noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Zeit. Mutig, freundlich und respektiert die anderen. Höflich, einfach. Ja. So ein bisschen die Werte von Star Trek versuchen. Nicht den anderen was wegnehmen, was einem nicht gehört. Ja, das wär's so ungefähr. Ich bin gespannt, wie die Filme denn jetzt werden und die Serie mit Picard. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es kommt ein Film ist noch geplant. Und die Serie mit Picard. Ich glaube, da sind wir alle gespannt, wie das wird. Und ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Bitte, gerne doch.